Ich dachte, du machst Meine jetzt an die. Moderator. Ach so, alles klar. Ja, Mensch. Hi, willkommen Hallo. zurück zu Minecraft. Ja, wir haben jetzt Offcam, weil es ist wahrscheinlich für euch ein bisschen langweilig gewesen, wäre das Lager ein bisschen umgestellt. Und zwar sieht es folgendermaßen aus: Wir haben zwei von diesen super Ernteschleudern da gefrickelt. Also diese Megaöfen. Und wir haben Richtig. die Decke hier mal ein bisschen zurückgehangen, weil wir doch den Platz nicht brauchen. Also, Genau. ich wollte jetzt hier demnächst dann nochmal, wenn wir genug Kühe geschlachtet haben, die das Zauberzimmer machen, damit wir hier ein bisschen verzaubern können. Irgendwie, es geht mir schon auf den Sack, dass wir die ganze Zeit Level haben und die jetzt nicht wirklich nutzen können, schon seit Anfang des Let's Plays, und das muss aufhören. Und Richtig. wir nähern uns mit großen Schritten dem 100. Part, Freunde. Stimmt. Das ist schon so viel, ich kann echt nicht verstehen. Und warum ihr noch guckt, erstens, und was hier alles schon passiert ist, eigentlich nicht so viel, ne? Nee, also wir haben nicht so viel gemacht, aber na, was heißt, also gut, wir machen schon was, ne? Aber Jo. ich nehme mir mal das Weizen und kümmere Ja, mich wir jetzt ein versuchen bisschen. jetzt erstmal, also da hätte ich jetzt mal Lust zu, dass wir die ganzen rumstehenden Kisten einfach mal ad acta legen und hier Genau. oben gucken, wo wir die ganzen Sachen hinmachen. Und da Ja. wäre ich ganz froh, wenn du eben mitkommen würdest, damit wir da mal Warte kurz, schön ich. Ja, ich lauf schauen. schon mal vor. Ich mach mal eben schnell die Rinder hier, weil. Nein. Hä, was essen die? Die essen doch hier. Ach so, doch. Weizen. Ja, war gerade nicht. Konnte ich gerade nicht ansch. Hast du das schon gemacht? Ich habe die gerade gefüttert, ja. Ach so, aber nicht alle, ne? Genau. Ich weiß nicht, also meine Weizenvorräte waren dann irgendwann leer. Und die Öfen, die wir haben, die brennen wenigstens Gutes. Also da haben wir schon eine Investition in die Zukunft gemacht. Auf jeden Fall. So, Das ich war bin on my way. perfekt. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass es noch sehr langsam vonstatten geht, weil wir nur zwei von den Dingern haben. Aber wir können das ja die ganze Zeit parallel laufen lassen. Das ist dann wiederum das Gute daran. Jo. Okay, dann ab mal nach oben, ne? Ja, ich schmeiß noch eben schnell den ganzen Scheiß weg, den wir hier nicht brauchen. Die ganzen Gehirne habe ich jetzt alle mal weggeworfen. Die brauchen wir doch Ja, eh nicht. stimmt, das ist alles Unsinn. Scheiße. Vergessen, dass man da so nach oben gucken muss. So, ich komme. Das ist aber noch ein bisschen Ja, doof. das wollen wir doch ändern. Wir machen doch den Schornstein. Und wenn der Schornstein, dann, Ja, also das Problem ist ja gerade, dass wir zwischen Zaun und Fläche dann noch so ein bisschen Abstand haben, wo theoretisch was drauf landen kann, wenn wir es einfach runterschmeißen. Das ist ja mit dem Schornstein dann nicht mehr. Nee. Okay. Schilder. Wie teilen wir das auf? Machen wir oben Holz? In der obersten Etage meinst du? Wir müssen einfach mal gucken, was. Also, ich finde, auf der mittleren Ebene sollte halt das sein, was wir am häufigsten brauchen, weil sind wir Okay. schnell da und von beiden Ebenen erreichbar. Dann würde ich sagen, starten wir hier mit. Warte mal, bevor du anfängst mit dem Schild, das sind ja immer Dreier, das sind ja immer. Ne, Moment, das sind Sechser-Felder hier, ne? Also immer sechs Kisten. Große Kisten. Ja. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ja nur irgendwo ein Schild machen, oder? Wenn wir haben so viele Rohstoffe, haben wir ja gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nicht hier Holz dran schreiben, da Holz und da Holz, weil das ist ja Nee, immer. stimmt. Dann können wir das einmal irgendwo Also zentral das ranschreiben. ist dann jetzt hier Sparte Holz. Dann machen wir unten die nicht verarbeiteten, also die verarbeiteten Holzer rein und oben machen wir die nicht verarbeiteten rein. Wie sieht's aus? Ich hätte das nach Typ sortiert. Okay. Ach so, du meinst hier oben. Ja, genau, richtig, genau. Sehe ich genauso. Meine ich. Das Okay, nur falsch dann. verstanden. Ich hole mir Nee, mal ein paar dann Schilder. brauche ich ja gar nicht den Pfeil. Warte. Nee, das meine ich, genau. Den Pfeil brauchen wir nicht. Das sieht dann. Auf Dauer muss das nicht unbedingt. Also die beiden sind ja die häufigsten Typen. Das heißt, wir können hier schon mal erstmal das dafür reservieren. Dann haben wir Schwarzeichenholz. Ne? Ja, Tropenholz, Schwarzeichenholz und Akazienholz. Und das war's, ne? Ich überlege, wir haben so viele Truhen, ne? Ob das Sinn macht, eine Truhe pro Kiste zu machen. Weil wir haben oben auch nochmal so ein ganzes Set, ne? Weil wir haben so viele Rohstoffe ja gar nicht. Das heißt, wir können quasi sagen, für Eichenholz gibt es einfach mal
sechs Kisten, sag ich mal. Das wäre technisch möglich. Okay. Weil wir so viele Rohstoffe haben wir ja gar nicht. Oder? Was sagst du? Ja, doch, 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 das kann man so machen. Ich guck gerade mal. Dann ist ein, sind die sechs einfach nur Eichenholz. Aber dann wird's auch ein bisschen viel, oder? Ja, dann wird's ein bisschen viel. Aber wenn wir nur sagen, wir machen vier, dann ist es ein bisschen blöd, wenn wir hier dann Also zwei ich würde es von jetzt der. erstmal so lassen. Also wir wissen ja nicht, wie Ja. viel wir jetzt Wir im können es ja auch Endeffekt erweitern. haben. Wir können es ja immer noch erweitern oder woanders hin machen. Sondern müssen Genau. wir eben noch mal ein bisschen umräumen. Atari-Holz, sehr gut. Ach so, soll ich da Atari-Holz stehen lassen? Ja. Okay, alles klar. Ich hatte jetzt noch, ich hatte nach Eichelholz auch geguckt. Also. Das ändere ich um. Das ist Eichelholz. Hast du das auf der zweiten Ebene geschrieben, ne? Ja. Eichelholz. Steine sauber und richtig doll schmutzig. Ja, das. Was machen wir denn hier rein? Für Steine brauchen wir ja sowieso ganz viel Platz. Also da werden wir ja noch viel Spaß mit haben. Sind das wirklich fünf Holzarten? Also nicht mehr? Ja, ich glaube, es sind mehr. Weil das wäre nämlich richtig toll, wenn es nämlich sechs wären, dann können wir sagen, einmal ist Ich meine, es sind oben. sogar mehr als sechs. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gibt ja auch noch diese, das, was in dieser Savanne ist. Ja, weil das wäre nämlich geil, wenn sechs wären, dann könnten wir nämlich eine Wand nur mit Holz machen. Dann können wir nämlich sagen, jede Holzsorte hat zwei Truhen. Warte mal, Eichenholz, Eichelholz, Birkenholz, Schwarzeichen, Akazienholz, Tropenholz. Ich gehe ganz kurz in die Minecraft-Wiki. Holzsorten. Holz. Guck einfach mal, welche Holztypen es gibt. Meine Musik ist hier ein bisschen zu laut. So, jetzt. Ach, du Musik, da sagst du was, ich hab gar keine an. Wir haben wirklich sechs. Moment, wir haben Eichenholz, Fichtenholz. Ja, wollen wir das so machen? Dass du was Das. mit Musik sagst, ja, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, toll, oder? Das siehst Ja, du ist gut. nicht wieder. Wollen wir sagen, oben ist das verarbeitete, unten ist das unverarbeitete Holz von Ja. einer Sorte? Ja. Dann machen wir das Oh, so. warte mal. Wolltest du dann die komplette Line dann fertig machen? Eine Line ist nur Holz. Okay, dann machen wir die Steine hier wieder weg, oder was? Ja, würde ich sagen, oder? Du kannst auch von der anderen Seite das Holz noch machen. Ja, machen wir so. Also Steine möchte ich definitiv eine so eine Wand haben, weil das schon ziemlich viel ist. Im Moment, wo hast du Steine jetzt? Jetzt hier. Ja, alles gut. Ja, dann mache Also ich es das auf sind der ja die anderen Seite. Standardbaumaterialien und. Alles gut, ja. Birkenholz, Tropenholz. Dann mache ich auf der anderen Seite Okay. Können Fichtenholz. wir uns darauf einigen, dass das linke immer das obere bezeichnet? Ja. Okay. Und hier bei Holz erspare ich mir das, weil wir haben ja. Oben ist verarbeitet, unten unverarbeitet oder umgekehrt, Mr. Dwayne, also. Aber das sieht gut aus. Ah, das ist so ein schönes Gefühl, einfach die Sachen mal weg. Ja, auf jeden Fall. Fichtenholz, das habe ich jetzt gesagt, schwarz. Dann ist das hier noch falsch. Hast du Eichelholz geschrieben? Nö. Dachte ja. Atari Holz. Atari Holz. Okay, so. Oh, ist schon wieder dunkel. Mann, das geht ja schnell Eichelholz. hier. Das geht ja schnell. Steine sauber und richtig doll schmutzig. Super. Hast du schon, was hat er da? Moment. Ich bin gerade unterwegs. Erde, Kies und Flint, super, Sand und Glas. Diamanten und Erze, Gerätschaften und Waffen.
Wir haben genau die gleiche Menge auch nochmal oben. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wo wir den. Ja, wir brauchen noch was für Wolle und so. Vielleicht gibt's ja. Ich hätte gedacht, oben sind dann die Selbsterzeugerprodukte und dann noch ein bisschen was mit Essen und so weiter. Ach, was ist denn hier mit diesen Sonderstein, diese Andesit und Granit und. Braucht ja da kein Mensch. Da gibt's irgendwie so eine Grabbeltour an Steinen. Das ist hier irgendwo. Da. Ja, Grabbel. Wir könnten, du weißt, du kannst so übelst aufziehen, auch eine eigene Truhe für Treppen und für Zäune und. Oh, warte mal. Wollen wir das machen auf der anderen Seite hier, dass das hier für. Soll ich das mal machen? Okay. Kann ich? Jo, mach mal. Achso, das auf der anderen Seite ist dann für Treppen? Ja, ich mach mal einfach, dann kannst du gleich gucken. Ist ja noch nichts dran. Gut. Treppen. Zäune und Tor. Was gibt's denn noch? Stufen? Stufen. Was kann man denn noch aus Holz machen? Okay, oben machen wir Bricks und unten, also hier Cobblestone und unten machen wir Cleanstone. Ja. Die andere Seite der Steine ist für Ziegel. Okay. Türen und, wie heißen denn diese Schaltflächen, wo man draufklickt? Ne, Türen und anderen Kram. Da kannst du auch die Knöpfe und so. Okay. Und Add-on schreibe ich einfach, dann weiß man, was gemeint ist. Also ich weiß das jetzt nicht. Ja, weiß auch nicht, das kann nicht wahr sein. Also du hast jetzt für Holztreppen extra was gemacht, oder? Stimmt, Holztreppen, ja, genau, richtig. Oder machen wir einfach nur Treppen raus und packen da alles hin? Ja, genau. Oder machen wir alles, weil das macht, Okay. Da sind jetzt aber schon Schilder drin, ne? Ach so. Oh ja, Schilder, stimmt. Ja, dann machen wir Schilder woanders, dann machen wir die hier hin. Okay. Schilders. Birkenholz. Oben war normal, ne? Und unten war. Ja. Aber die Bretter mache ich dann auch. Also die Stufen mache ich dann auch da rein. Das ist geil! Das ist geil! Was machst du denn hier schon wieder? Du machst hier wieder Witze. Schilder, Türen und so, Stufen. Warte. Was kommt jetzt? Tore. Nee, noch nicht gucken. Ich guck dir gerade über die Schulter. Ah, so. Zäune und Tore, ja. Wie der beim Prügeln immer so seine Zunge nach vorne gemacht hat, weißt du das noch? Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann habe ich ihn dann, da wollte er sich mal mit mir bashen und dann habe ich ihm einfach mal so unten auf den Kiefer. Boah, das ist bitter. Da hätte auch er doch böse ausgehen können. Also, wenn, dann hätte er das verdient, erstmal. Und dann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Birkenholzstufe hast du jetzt hier drin. Macht das Sinn, dass wir wirklich die eigene Kiste für Stufe haben? Ja, das macht Sinn. Obwohl, macht eigentlich keinen Sinn, ne? Ich weiß es nicht. Na, lassen wir es erstmal. Das lebt ja irgendwann mal, das ganze System. Ja, dann werden wir es natürlich alles nochmal umstellen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe für Erde nur eine Kiste jetzt postuliert, weil ich gedacht habe, wir wollen ja eh keine Erde sammeln. Ja, ich hole mal den ganzen Kram rüber. Oh, nein! Ich mach die Tür auf und er kommt gleich an, ne? Steht direkt vor der Tür, als ob er rein wollte. Du bist schon so ein Walking Dead hier, ne? Guck mal, geil! Ich hab die Spinne in den Nether geschossen. Das ist cool. Ist sie jetzt weg? Ja, die ist jetzt im Nether. Richtig gut. Das hat die sich auch anders vorgestellt, glaube ich. Super gut. So, das kann ich mal. Hier sind auch so viele Monster wieder. Wir haben Dampfen. Oh, ey. Scheiße, was machen wir mit den Setzlingen alles? Ah, stimmt. Ach, das ist ja so Zeug, das braucht man nicht so oft. Ich glaube, das können wir schön nach oben packen. Richtig.
ganze Holz. Boah, wir haben so viel Holz, wir haben so viel Erde, ey. Okay. Was gibt's denn noch an zentralen Baustoffen, die wir jetzt immer benutzen? Wir haben ja einerseits Holz, dann benutzen wir Stein sehr oft, um irgendwelche Dinge zu bauen. Und da brauchen wir auch relativ viel. Wir haben jetzt eine Position, wo wir schnell an Eisen rankommen. Ich würde sagen, oben in der Mitte, das mache ich mal alles zu Bauernhof-technisches.